Hallo liebe Abenteurer und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider mit Lara Croft hier. Mit ihrem neuen Sportbogen, den sie ganz stolz in der Hand hält. Jawohl, dieses neue Teil haben wir beim letzten Mal wieder ein Upgrade gefunden und bin mal gespannt, was das gute Stück so drauf hat. Ja, dann haben wir beim letzten Mal wieder ein Grabrätsel gelöst. Kammer der Dienstmädchen war ein bisschen knifflig, aber wir haben es hingekriegt. Jo, und Reyes will ja mit dem Schiff abhauen, das wissen wir auch schon, aber ja, wir müssen erst einmal das Geheimnis dieser Insel, dieser Stürme lösen und dazu sollen wir jetzt wohl in dieses Labor, wenn ich das richtig verstanden habe, in dieses Forschungslabor. So, da geht's schon mal nicht hoch. Ah ja. So, und jetzt? Aufzug ist kaputt. Ja, wir kommen... Oben ist eine Kletterwand. Okay. Halte hopp. Und hopp. Und Klettereisen. Jawohl. Und jump. Oh, oh, oh. Das war schlecht. Und nochmal hopp. So. Hopp. Und hopp. Und jawohl. Ja, also diese Kletterei ist manchmal schon fummelig. Ganz ehrlich. So, hier kommen wir nicht mehr, hier kommen wir wahrscheinlich nach oben. Genau. So. Betreten Sie die Forschungsbasis, ja. Zumindest wären wir schon mal oben, das ist ein Fortschritt. Aber dieses Schiff da drüben, das hätte ich mir auch mal gerne angeschaut. Das wäre bestimmt auch spannend gewesen, da mal ein bisschen zu stöbern in diesem Kahn. Aber gut, vorsichtig weiter. Wir wissen, hier gibt es jede Menge Solari auf der Insel. So, das sind Pfeile. Können wir nicht mitnehmen. Okay, ist immer noch voll bestückt. So, oben ist noch eine Truhe. Die nehmen wir dankbar mit. Wir brauchen Bergungsgut. Wir müssen schließlich 1000 Bergungsgut sammeln, um unseren Bogen richtig zu pimpen. So, müssen wir da oben hin, oder wie? Kann das sein? Ja, okay, also erstmal dahin. Was eine Kletterwand. Mhm. Na schön. An der Nase nach. Das Bergungsgut. Dankeschön. Gepär. Ja. Ach, Granaten sind das. Okay, kein Bergungsgut. Mist. Haben mich schon gefreut. So. Jonah hält immer noch Wache da unten. Naja. Kann man jetzt drüber streiten, was denn Wache halten bedeutet. Bei ihm ist das wohl sehr frei interpretiert. So, da drin habe ich auch noch was gesehen, gerade eben, was war da? Das ist auch nochmal so ein Seildingens. Aber gut, ich lasse mich schon wieder ablenken, ich weiß. Ich habe ja versprochen, ich will etwas zügiger in der Story vorankommen. Also, will ja hier nicht als Spruchbeutel gelten. So. Und schwupp. So, ich schätze mal, es geht hier rechts rum vermutlich. Hier müssen wir wieder todesmutig springen. Hopp! Und zack! Jawohl! Einmal hier im Paré klettern. Und hopp! Und einhaken, jawohl! Hopp! So, das wäre geschafft. Also diese Rumklettererei... Naja gut, es ist ein Jump'n'Run, wir wissen es, aber trotzdem, ich habe da jedes Mal Angst, dass ich runterfalle. So, hier ist ein Dokument. Diese Insel ist mehr, als ich erhofft hatte. Die Bewohner sind natürlich völlig wahnsinnig. Und die armen Leute von der Endurance, eine Tragödie. Aber ehrlich, es ist gut für die Dramatik. Hier ist nicht nur das mythische Land Yamatai, sondern es gibt Schiffswracks und moderne Kultisten. Das rechtfertigt mindestens 2 Dokumentarfilme, vielleicht sogar eine Serie. Meine Güte, dieser Ort wird die Fantasie der ganzen Welt beflügeln und ich werde im Zentrum von all dem stehen. Diese Erleichterung. Ich habe aufs richtige Pferd gesetzt. Ich muss jetzt nur vorsichtig sein. Die Situation kann jederzeit außer Kontrolle geraten. Sobald mir dieser Matthias zuhört, kann ich ihn überzeugen, dass eine Zusammenarbeit allen nutzen würde. Schließlich kann er doch nicht ernsthaft glauben, was er diesen Männern predigt, oder? Sie sind orientierungslos und verwirrt. Ich werde sie alle in die Zivilisation zurückbringen. Die Sponsoren werden dafür Schlange stehen. Diese Story ist gewaltig. Ah, jetzt wird's interessant. Whitman, meine große Entdeckung.
Whitman hat seinen Verstand verloren. Seine Besessenheit von Ruhm und Reichtum hat ihn voll und ganz vereinnahmt. Ja, wir haben schon immer gewusst, dass das so ein bisschen ein Schaumschläger ist. Wir haben auch schon erfahren vor etlichen Folgen, dass ja er so ein bisschen unter Druck steht, ne? Seine Frau will sich scheiden lassen und seine Karriere hat er gerade auch einen empfindlichen Dämpfer. Ist gerade nicht wirklich in der Blütezeit seiner Bekanntheit, seiner Popularität, sondern momentan ja wirklich so ziemlich am Boden. So, und er will sich hier jetzt wohl, ja, groß verkaufen mit dieser Nummer. Scheißegal, was für Leute gestorben sind und was das alles bedeutet, ne? Ach Gottchen, also der ist ja völlig durchgedreht, der Gute. Schau an. Das würde mich nicht wundern, wenn wir mit dem Kollegen auch noch die eine oder andere böse Überraschung erleben, dass der uns verkauft. Bin ich ja schon von ausgegangen, ne? Dass der uns... Halt, Geocache, danke. Dass der uns an Matthias verkauft hat, nach dieser Szene oben im Tempel. So, und jetzt? Irgendwie da hochkommen, ja. Irgendwie, lustig. Kommen wir da hoch, mein Freund? Wie sollen wir denn da hochkommen? Tut's abenteuerlich. Hier oder was? Nee. Doch. Ach, okay. Und dann darüber springen. Okay. So, da ist Stacheldraht. Da möchte ich ungern hochklettern. Dann doch lieber so rum. Mein Gott. Jump and run. Ja, ja, ich weiß. Ich habe nichts gesagt. Alles ist gut. Ich habe nichts gesagt. Aber es ist natürlich alles noch nichts gegen diese Kletterpartie am Funkturm, wo wir ja damals den Notruf abgesetzt haben. Das war für mich so das Höchste der Gefühle. So, betreten Sie die Forschungsbasis? Ja, wissen wir schon. So, okay, wir müssen wohl die Gondeln jetzt zu uns herziehen. So, und dieser Steigklemmenantrieb, der scheint uns da gute Dienste zu leisten. Auf jeden Fall. So, und das ganze Spielchen noch einmal, bitte. Her damit. Alle hopp. Genau. Und alle hopp. Oh. Ui, das war knapp. Gerade noch rechtzeitig. So. Hier oben wären wir. Nö. Ach, ich muss gar nicht hier hoch, oder wie? Hopp. Ah ja, ich kann auch hier quasi. Und diese Seilrutsche. So. Jawohl. Da wären wir. Das wäre geschafft. Hier ist nochmal Munition, die wir nicht brauchen. Sammle ich besonders gerne Munition, die ich nicht brauche. So, und jetzt? Hier außen rumklettern oder was? Oh Gott. Ah, oh, nee. Und hopp. Und hopp. So. Dass Lara da nicht Angst hat, dass irgendwann das Ding mal runterbricht, wenn sie sich mit einem Ruck hinlässt. Also ich hätte da schon höchste Bedenken. Hopp. Aber Lara, unser Leichtgewicht, die macht es. Mehr wie 50 Kilo wird die eh nicht haben. Wobei ist ja bei Frauen immer schwierig einzuschätzen, ne? Und vor allem, liebe Freunde, also Frauen mal weghören. Männer, ihr könnt es nie richtig machen. Ihr könnt nie richtig schätzen. Also bitte versucht nie das Gewicht einer Frau zu schätzen. Vor allem nicht dann, wenn sie zuhört. Hast du der OMS-Kurs zugehört? Ja. Die sagten, ein paar Jungs sind zum Dagen rein und nie mehr rausgekommen. Die verarschen dich, Bruder. Die Mistkerle denken sich das aus. Glaub einfach nichts davon. Das hat er gar nicht gehört. Oh mein Gott. Ne, das hört man auch nicht, ne? Wenn neben dir einer umgemetzelt wird, wer hört sowas? Also taub sind die Jungs schon, oder? Das hätte ich ja nicht gedacht. Ja, aber das ist jetzt natürlich blöd, der ist jetzt runtergefallen. Das heißt, das Bergungsgut haben wir uns auch nicht. Oder können wir uns abschminken? So, und nu? Ah, okay, über die Kletterwand. So. Dann müssen wir uns hier wieder dran vorbeischleichen. Aber was machen die Solari hier bitte? Hier an diesem Fleckchen, da war ja gar nichts. Da war jetzt gerade wirklich gar nichts, wo man hätte drauf aufpassen müssen. Da ist auch kein Eingang und nichts, oder? Ich habe mich da gerade verschaut.
Nö, da ist kein Eingang, da ist alles zu. Was machen die hier bitte? Also das, naja. Wir waren halt da, dass ein paar Gegner da sind, ne? Also so zumindest der Eindruck. So. Okay, also holt falsche Waffe. Nächstes Seilpfeil. Oh mein Gott. Und hepp. Also ich sehe schon, die heutige Folge wird wahrscheinlich bloß aus Rumklettern bestehen. So, und hepp. Oh, das war knapp. Viel weiter nach unten hätte es nicht gehen dürfen. So. Das wäre zumindest geschafft. Dann vorsichtig weiter. Aha. Wahrscheinlich müssen wir dann hier drüber und diese Leiter springen. Machen wir uns mal das Ding da auf. So, okay, auf. Hat auch niemand gehört, ne? Also die sind alle taub, die Solari. Die sind echt alle taub. So, hopp. Todesmutiger Sprung. Jawohl. Und Bergungsgut. Meins. Gib her. So, auch hier hat wieder jemand irgendwas gezählt. Interessant. Die Frage ist ja nach wie vor offen, ne? Was wird denn hier bitte gezählt? Das konnte mir noch keiner beantworten. So, und hier ist nochmal so eine lustige Kanone. Und sagen wir, die Kanonen, die wir hier finden, die sind alle schon kaputt, wa? Die haben alle vorne so ein aufgesprengtes Rohr. Na gut. Weiter geht's. Nichts zu mitnehmen. Wir haben bestimmt einen tollen Ausblick. Naja. So. Aber interessant, was mir auch aufgefallen ist, es hat sich von den anderen Jungs von der Endurance nie eine bereit erklärt zu sagen, ach komm Lara, ich gehe mit dir mit oder ich helfe dir oder brauchst du Hilfe oder sonst irgendwas. Immer nur, ja, Lara, mach mal. Alles ist gut. Mach mal alleine, ne? Passt schon. So, hopp. Und nü. Hopp. Boah. Das war knapp. Das war knapp. So, hier komme ich nicht rein, ne? Nee. Mist. Ja, okay, dann muss ich wohl runter ins Wasser. Aber wenn es noch nicht passt. So, ja. Sorry, Lara, wieder pitschepatsche nass, ne? So, da vorne ist ein Geocache. Wenn er schon so bereitwillig vor uns liegt und leuchtet. Ist das da drüben? Ah, da kann ich das Ding wahrscheinlich in die Luft springen mit der Granate. Genau. Schauen wir da noch kurz hin. Krass, Bergungsgut, ah, ja. Danke. Upgrade für die Schrotflinte, jawohl. Also jetzt, ich merke schon, uns fehlt das Bergungsgut. Wir müssen unsere Waffen pimpen und es fehlt einfach das Bergungsgut. So. Da ist nochmal eine Kletterwand und hier ist ein bisschen Obst, ja, nach den Anstrengungen. Das ist, glaube ich, gar nicht verkehrt, wenn wir uns ein bisschen stärken. Beziehungsweise nicht wir, sondern die gute Lara. So, und was sind das da drüben? Ist das da auch nochmal ein Schätzchen oder sowas? Ich will das haben. Da ist es und ich komme nicht hin. Aber ich komme da durch. Moment. So. Was haben wir denn hier Schönes? Nicht da runter. Ich hoffe, ich komme da auch wieder hoch. Naja, wird schon schief gehen. So, aber ich glaube, es ist die falsche Richtung, war. Ja, ich glaube, es ist die falsche Richtung. Naja, macht ja nichts. Scheiße. So viele Leichen. Leiser jetzt. Die Uni sind hier. Und sollen sie uns etwa finden? Sei ruhig und halte nach dem Mädchen Ausschau. Die Uni. Ach du Scheiße. Die Sturmwache. Nee, Freunde. Halt, was ist hier? Eh zum Aufnehmen. Ach, das ist bloß die Munition. Okay, hab schon gedacht, hier liegt wieder irgendwas.
ihr was gehört? So, Lok muss immer raus. Jo, seht ihr das mal an. Gute Idee. Was ist das? Boah, bin ich schlecht, ey. Klasse, eben wieder. Nächste. War's das, oder? Waren das alle? Hoffentlich ja. So, habe ich hier nicht irgendwas übersehen? War hier nicht ein Geocache oder so? Nee. Okay, habe ich mich verguckt. So, hier können wir aufbrechen. Und machen wir das doch mal. Geh auf, so. Oh. Geht's aber bloß runter, wa? Ah, da hängen ein paar Leichen, das ist nicht schön. Na gut, wir schauen uns hier noch kurz weiter um. Da ist ein Lager. Und da sind die zwei Leichen. Da ist ein Dokument noch. Komm, das schauen wir uns auch noch kurz an. Kurz nach der Entdeckung des Grabs kamen die Oni. Zuerst gingen die Lichter aus und dann begannen die Schreie. Waren es unsere oder ihre? Der schreckliche Ton tobt immer noch in meinem Kopf. Sie trugen die Rüstung meiner Vorfahren und sie töteten uns mit uralten Klingen. Schüsse, Schreie, Blut. Wir konnten sie nicht aufhalten. Alles stürzte ins Chaos. Dann herrschte Stille. Sie waren fort. Oh Gott, warum sind sie gegangen? Warum haben sie uns nicht alle getötet? Hauptmann Osaka hat jetzt das Kommando. Wir verlassen die Basis, aber nicht die Insel. Wir gehen ins Landesinnere, zum Kloster. Es gibt keine andere Lösung. Wir müssen den Oni folgen. Wir alle. Wenn wir den Stern nicht kontrollieren können, müssen wir ihn zerstören. Tja, mal wieder Informationen aus Kriegszeiten gefunden. Soldat, erwachen. Derselbe Soldat. Und wieder erwähnt er die Oni. Sind das vielleicht die Dinger, die ich im Kloster gesehen habe? Ja, wir erinnern uns an diese großen komischen Typen mit diesen riesen Keulen. Also ich fürchte ja, dass wir mit denen wahrscheinlich auch noch Bekanntschaft machen werden. Alles andere würde mich doch sehr überraschen. So, wir holen uns aber kurz unser Upgrade. Genau, Kampfschrotflinte. Sehr gut. So, 290 Bergungsgut, mein Gott. Schau ich das an, für die Schrotflinte gibt es auch nochmal ein Upgrade, genauso wie für den Bogen. Können wir uns da schon irgendwas leisten? Nein, natürlich nicht. Naja, wir brauchen jede Menge Bergungsmaterial. Na gut. Wenn es sein muss. Wenn es sein muss. Dann müssen wir uns hier unten halt noch ein bisschen mehr umschauen, ne? Genauso sieht's aus, wenn du kein Bergungsgut mehr hast, dann bist du zwangsläufig auf der Suche nach geheimen Verstecken, nach Schatzkisten, nach sonstigem Gedöns und natürlich auch nach Gegnern, weil die haben auch immer jede Menge Bergungsgut dabei. Aber gut, spannend ist es auf jeden Fall hier oben. Wir sollen dieses Forschungslabor, diese Forschungseinrichtung unter die Lupe nehmen. Ja, ich muss sagen, das muss noch warten. Wir wollen erstmal hier die weiteren Räume erkunden und dabei hoffentlich nicht die Oni wecken. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht und freue mich auf ein Wiedersehen in der nächsten Folge. Bis dann!